Hallo und herzlich willkommen zur Präsentation von der Cobra 36M, einem neuen Zündmodul von Cobra. Das Erste, was auffällt, ist, dass das Gehäuse recht massiv ist. Es ist grösser. Ich habe hier im Vergleich 18M. Und ihr seht, der Koffer ist schon viel höher. Er ist auch grösser in der Grundfläche. Wenn wir aufmachen, sehen wir, warum das der grösser ist. Als erstes fällt auf, dass da so blaue Anschlüsse hat, die angeschrieben sind mit 18S Bank A, 18S Bank B und 36S Bank A und B. Das sind Anschlüsse für sogenannte Slats. Ich kann mal kurz zeigen, was das so Slats sind. Slats sind externe Anschlüsse, eigentlich wie Satelliten, wo man kann spiegeln kann. Das heisst, wenn ich hier mit einem Gentronics-Kabel rausgehe in den Slat rein, dann habe ich, wenn ich auf dem Eis Zündposition, also Zündkreis 1, auslöse, habe ich gleichzeitig auch Strom über das Kabel auf die Zündposition 1 vom Slat. Ich kann also an zwei oder mehreren Orten gleichzeitig etwas auslösen. Ich habe nicht mehr Anschlüsse wegen dem. Ich kann also nicht plötzlich noch mehr einzelne Positionen ansprechen, aber ich kann an mehreren Orten gleichzeitig etwas auslösen. Ich kann nämlich die Slats in Serie verbinden. Das heisst, ich gehe hier raus, ins Slat rein, hinten wieder raus mit dem gleichen Kabel und kann ein paar Meter weiter nochmal so ein Slat aufstellen. Die Slats gibt es in verschiedenen Grössen. Das ist jetzt die neue Mini-Slat-Ausführung, gerade im neuen Gehäuse auch, wo Cobra zur Verfügung stellt. Denke mich sehr eine gelungene Sache. Für die, die möchten, an mehreren Orten können gleichzeitig etwas zünden, ist das interessant. Das ist natürlich nicht so teuer wie ein zusätzliches Zündmodul. Und man kann aber so ein bisschen die Positionen ein bisschen verteilen und man braucht ein bisschen weniger Kabel. Ich tue hier rasch etwas unterlegen, dass man ein bisschen besser sieht. So. Also nebst diesen Anschlüssen für zwei Slats und das neue 36er Slat, das wir bekommen, habe ich hier auch noch einen Anschluss für externe Stromspeisung. Also ich habe hier 12 bis 24 Volt, kann ich da reingeben. Und dann habe ich hier das Wichtigste, das sind nämlich die Bank A und B, die 1 bis 18 von der Bank A und 1 bis 18 von der Bank B zum Zündkreisanschlüsse. Ich kann also nicht 36 unabhängige Zündkreisschüsse, mal auf eine Art schon, aber ich habe nicht 1 bis 36, sondern ich habe zweimal 1 bis 18. Und warum das ein bisschen speziell ist, ist eben so, das Ganze verhält sich eigentlich wie zwei separate Zündmodule. Ich kann nämlich Bank A und Bank B auf einen separaten Kanal legen. Genau gleich, wie wenn ich zwei Zündmodule kann nebeneinander legen und die auf unterschiedlichen Kanälen programmieren. Das heisst, ich kann sagen, Bank A ist zum Beispiel Kanal 1, Bank B ist Kanal 2 und dann kann ich mit meiner Fernbedienung die Bank A steuern, indem ich auf den Kanal 1 gehe und dann habe ich 1 bis 18 zum Auslösen. Ich switche auf der Fernbedienung auf den Kanal 2, wo ich die Bank B drauf habe und dann schütze die. Ich kann auch beide natürlich auf den gleichen Kanal setzen. Und wenn ich dann das 1 drücke, dann werden von der Bank A und der Bank B werden dann Zündkreis 1 ausgelöst, parallel. Das ist auch der Grund, warum ich hier bei der Kontroll-LEDs nicht 1 bis 36, sondern 1 bis 18 habe. Ich kann hier bei 1 bis 18 schauen, habe ich Durchgang, was habe ich schon geschossen. Und da schalte ich einfach um, auf welchen Kanal das ich möchte sehen. Ich habe das gerade einmal demonstriert. Ich zeige das nachher rasch. Ich will noch schnell fertig machen, was man da noch findet. Und zwar von den Anschlüssen her, wir haben hier noch einen USB-Anschluss, wasserdicht. Der wird im Moment gebraucht, um ein Firmware-Upgrade zu machen. Wird in Zukunft noch weitere Funktionen bekommen. Und wir haben hier den Anschluss für den Akku zu laden und dann hier noch den Antennenanschluss. Machen wir mal kurz das Gehäuse auf. Ich habe bereits die 6 Schrauben hier hinten auch gelöst. Und jetzt kann man das nämlich hier rauslupfen und dann sieht man, wie das Ganze aufgebaut ist. Und die 18M schon kennen, die werden feststellen, das ist eigentlich ein Gehäuse von einem 18M.
eine neue Platine drin. Ich habe auch hier wieder den 14,8 Volt Akku. Oder ich habe zwei, drei 9 Volt Batterien rein, also 1P für die Stromversorgung vom Mainboard und die zwei 2P Batterien kann ich rein tun, um eine 18 Volt Zündspannung zu bekommen. Der rechte Bereich ist eigentlich nur die Platine, wo der Strom Führer verbindet, dann an die Klemmen. So, dann machen wir noch mal kippen. Und jetzt möchte ich euch noch das Display zeigen. Das Display ist ein bisschen neu. Es hat ein LCD-Display drin. Und wenn ich das jetzt einschalte, dann sieht man nichts auf dem Bildschirm. Und ich tue das schnell. Belichtung runter. So, jetzt so. Voilà. Und zwar, wenn ich jetzt hier auf dem Display habe ich einfach mehr Informationen drauf und ich gleichzeitig sehe, ich sehe 1P, 2P, das ist der Batteriestatus. 0dB heisst, im Moment habe ich keine Verbindung zum Sender, das ist auch klar, ich habe auch keinen Sender eingeschaltet. 14,8 Volt, wo dort steht, das ist die Batteriespannung. Und jetzt ist eigentlich das Wichtige, dort die Bank A und der Kanal und die Adresse. Die Adresse ist ja, jedes Gerät kommt ja eine eigene Adresse über, um jedes individuell ansprechen. Das ist im Moment auf dem 130. Die wird vergeben, wenn das Zündmodul koppelt mit der Fernbedienung. Wird da von der Fernbedienung her wird da dann eine Adresse zugewiesen. Aber Bank A, Kanal 1. Und jetzt kann ich hergehen und sagen, okay, Bank A ist auf dem Kanal 1. Ich gehe her, gehe auf Change Bank, gehe da auf Bank B und sage Bank B, du bist auf dem Kanal, so, länger drauf bleiben, da auf Kanal 2. Und jetzt kann ich da hin und her schalten und sehe, Bank A ist auf dem Kanal 1, Bank B ist auf dem Kanal 2. Und jetzt habe ich eigentlich zwei separate Zündmodule in einem Koffer drin. Ich kann jetzt mit der Fernbedienung auf Kanal 1 gehen, kann die Position 1 bis 18 von der, von der Bank A auslösen. Ich kann dann umschalten auf der Fernbedienung, auf den Kanal 2 und habe dann wieder die 18 Positionen frei zum Auslösen von der Bank B. Es ist also da mit dem Display und mit den Knöpfen kann ich die einzelnen Bank auf einen eigenen Kanal legen und so beide individuell ansteuern. Ich kann natürlich aber auch hergehen und sagen, Bank B ist auch auf dem Kanal 1. Das geht auch. Wenn ich jetzt auf dem Kanal 1 die Position 1 würde auslösen, würden von beiden Bänken die Zündposition 1 ausgelöst werden. Zurück. Voilà. Ich hoffe, ihr seht das wieder gut. So. Also die Cobra 36M ist eigentlich eine Packung mit zwei Zündmodulen drin. Das ist dann von Vorteil, wenn ihr möchtet, zentral einen Haufen Zündpositionen können haben. Statt dass ihr zwei Module aufstellt, habt ihr alles in einem. Es ist auch etwas günstiger, als wenn ihr zwei Module kauft. Wenn ihr aber möchtet, an verschiedenen Orten können zünden oder vielleicht etwas näher beim Publikum möchtet ihr Barock oder kleinere Sachen schiessen und ein bisschen weiter weg mit einer grösseren Sicherheitsdistanz möchtet ihr Grosskaliberbomben schiessen, dann ist es vielleicht besser, wenn ihr zwei 18er Zündmodule habt, die ihr dann könnt geografisch verteilen könnt. Ihr könntet die auch geografisch verteilen mit dem, indem ihr ein LED kauft und die hier verbindet. Allerdings, die LEDs sind natürlich auch nicht gratis, die kosten ein paar Franken und auch die Gentronics-Kabel, die ihr dann braucht, zum Verbinden bis zu den LEDs, die sind je nach Länge, kostet die also auch genug. Und darum ist es so ein bisschen ein Abwägen, das wir machen müssen. Wie lang müssen die Kabel sein? Wenn ihr es relativ nahe habt, wenn ihr kurze Kabel könnt nehmen könnt, dann ist das eine glatte Sache. Wenn ihr ganz lange Distanzen möchtet überbrücken, dann ist es vielleicht besser, wenn ihr zwei 18M-Zündmodule zündet, statt eins 36M.
Ein weiterer Vorteil von zwei Zündmodulen ist, man hat natürlich auch dann zwei unabhängige Geräte. Man kann auch mal ein Gerät einmal einsetzen und ein Gerät komplett parallel an einer ganz anderen Art mit einer zweiten Fernbedienung. Und das kann ich natürlich nicht splitten. Da bei diesem Gerät da bin ich natürlich auf eine geografische Art gebunden. Ich hoffe, euch hat der kurze Einblick in die Cobra 36M gefallen und auch die Frage beantwortet, kann ich denn mit meiner bestehenden Fernbedienung auch die Cobra 16M steuern? Ich habe nur 1 bis 18 auf meiner Fernbedienung und da hat es auch 36 Anschlüsse. Antwort, ja, ihr könnt das natürlich selbstverständlich, die sind kompatibel miteinander. Ihr habt eigentlich hier zwei Cobra 18M Zündmodule in einem Gehäuse verbauen und darum könnt ihr auch jeweils die 1 bis 18 mit der bestehenden Fernbedienung auch steuern. Was zu sagen ist, es ist Minimum Firmware 5 und muss da drauf installiert sein, so wird sie auch ausgeliefert. Die bestehenden Fernbedienungen kann man auf Version 5 aktualisieren mit einem neuen Firmware-Upgrade. Im Moment, das ist jetzt Dezember 2017, ist die Firmware allerdings noch Beta. Es hat noch einen kleinen Bug drin, wenn ihr eine ältere Fernbedienung und ältere Zündmodule möchten auf Version 5 aktualisieren. Ich empfehle da noch zu warten. Es sollte im Laufe von 2018 dann die Final-Version rauskommen, sodass man da also problemlos alle Geräte dann auf Version 5 kann upgraden. Ich werde dann ein neues Video machen mit den neuen Funktionen, die in der Version 5 von der Firmware eingebaut sind. Stichwort Mesh ist da ganz interessant. Allerdings, wie gesagt, ich warte persönlich noch, bis die Firmware nicht mehr Beta ist, sondern auch die letzten Fehler behoben sind. Danke für die Aufmerksamkeit. Bye bye.